Halt, stopp, was vergessen. So ein... Boah, jetzt läuft der Scheiß auch noch aus. Ich habe mich umsonst auf dem Schwarzmarkt 200 Euro ausgegeben. Danke fürs Entsperren. Hier die News. Corona nervt. Theater muss sein. Weil ich andere Gedanken denken kann. Ich kann mich in andere Rollen hineinversetzen. Es bedeutet, manchmal spontan zu sein. Warum polierst du eigentlich dauernd Gläser? Alter Barkeeper-Trick. Es macht die Leute nervös, wenn man unter dir herumsteht. Dann gib mir mal einen schlauen Barkeeper-Rat. Ich hänge ziemlich in der Luft. Menschliche Berührung. Unsere erste Form der Kommunikation. Du bist nicht da, wo du gerade gern wärst. Du hast das Gefühl, du müsstest irgendwo anders sein. Du sagst es. Sicherheit, Schutz, Trost. Alles durch die zärtliche Berührung eines Fingers. Oder durch einen sanften Kuss auf eine weiche Wange. Wenn wir glücklich sind, verbindet es uns. Stell dir vor, du müsstest nur mit den Fingern schnipsen und wärst überall, wo du gerade sein möchtest. Ich wette, du hättest immer noch das Gefühl, fehl am Platz zu sein. Es macht uns Mut in Augenblicken der Angst. Erregt uns in Momenten der Leidenschaft und der Liebe. Denk nicht so verbissen daran, wo du gerade lieber wärst. Mach das Beste daraus, wo du gerade bist. Was willst du damit sagen? Hör auf, dir Sorgen um Sachen zu machen, die du nicht kontrollieren kannst. Lebe ein bisschen. Wir brauchen Berührung von denen, die wir lieben. Fast so sehr wie die Luft zum Atmen. Aber mir wurde erst bewusst, wie wichtig Berührungen sind. Deine Berührung, als ich sie nicht haben konnte. Für mich bedeutet Theater Mitgefühl. Es bedeutet, sich in andere hineinzuversetzen und ganz neue Perspektiven zu entwickeln, Geschichten von anderen Leuten kennenzulernen, Spaß zu haben und einfach seiner Kreativität freien Lauf zu lassen. Und deshalb muss für mich Theater sein. Ich kann mich in andere Rollen hineinversetzen und kann auf der Bühne einfach mal genau das machen, was ich gern machen würde und was ich vielleicht im Alltag gar nicht so machen könnte oder auch generell machen würde. Und vor allen Dingen muss Theater sein, weil ich mit so lieben und herzlichen Menschen zusammenarbeite und Theater spiele und das Menschliche und das Herzliche vermisse ich einfach extrem und deshalb muss Theater für mich sein.